folgende Stelle auch in der linken Hand. Ja, ja, ja. Gut. Ich will auch einmal stimmen für F-Dur, bitte. Es fühlt sich wunderbar an, wieder hier im Saal zu sein. Wir wollten schöne Sonaten zusammen einspielen und haben überhaupt nicht an eine zweite CD gedacht letztes Jahr. Und dann hat es so viel Spaß gemacht. Wir wollten eigentlich schon letztes Jahr César Franck Sonate aufnehmen und hatten kurz vor der Produktion hier einen Sonatenabend in Hamburg. Und da war die Brahms Sonate drin und dann haben wir sie gespielt und dachten, oh, wir müssen unbedingt die Brahms Sonate aufnehmen. Das war eine ziemlich spontane Aktion, dann den Brahms, die Esto-Sonate aus dem Konzertprogramm gleich mit ins Studio zu nehmen und den César Franck noch ein bisschen reifen zu lassen. Und der kommt jetzt erst dieses Jahr dran. Ist jetzt nicht so, dass ich mir selber Konkurrenz mache mit einer neuen Aufnahme, sondern ich habe jetzt auch einen anderen Blick und ich freue mich wahnsinnig, dass wir das zusammen machen können. Ich finde, es ist eine schöne Kombination jetzt, dass immer Brahms Plus und auch letztes Jahr mit Viertin und Clark, so beide so mehr Richtung Französisch und dieses Jahr mit Franck auch wieder und Schubert sowieso ist sehr nah für Brahms war auch und ich finde das, deswegen ist es für mich interessanter auf CD so mit Nachbarsonaten zu haben als reine Brahms-CD. Das heute auch ganz anders als vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren. Auch viel weniger virtuos und melancholischer und ruhiger und mehr auf dem Raum, nicht so vom Instrumentalen. Aber das hat sich, glaube ich, bei mir überhaupt verändert. Also wahrscheinlich unabhängig von der Partitur. Ich denke, die Gefahr ist, dass man zu virtuos denkt, wenn man die schnellen Werte sieht und dann kriegt das schnell so ein und das höre ich eigentlich heute nicht mehr. Es ist auch oft bei Schubert-Lieder, dass es nicht so technisch virtuos als, weiß ich nicht, ein Klavierkonzert von Liszt, aber es ist wunderschön, es ist schöne Musik und braucht man nicht so viele Noten, schöne Musik zu haben. Die Subtilität, die Kirill jetzt angesprochen hat, das ist natürlich der ganze Reiz in Schuberts Musik, finde ich. Also diese ganz schmale Gratwanderung, ob da jetzt noch Licht oder Schatten drauf fällt auf den Ton. Sonaten. Brahms ist das tiefste Stück für die Bratsche, also die F-Moll-Sonate ist deutlich tiefer als die S-Dur auch. Und dann kommt die Arpeggione-Sonate, die geht schon so ein bisschen leichter nach oben und Franck spiele ich ja so gut wie in Originallage, bis auf einige wenige Stellen und dadurch bekommt die CD jetzt so einen kleinen Uplift. Es gibt auch irgendwann, glaube ich, das Bedürfnis, manchmal nochmal neu ranzugehen. Und also ich finde, es ist so eine Mischung. Bei verschiedenen Aufnahmen, die ich gemacht habe, überlege ich mir, mache ich das jetzt nochmal oder bin ich damit erstmal noch ein paar Jahre
sozusagen zufrieden. Es ist jetzt einfach Zeit für eine neue Brahms-Einspielung. Da ist immer noch sehr viel Feuerenergie und irgendwie Jugendliches auch in diese fast letzte Werke von Brahms. Also diese Musik ist spirituell noch nicht müde. Die Tempi und etwas altersweiser. Ich glaube, wir spielen langsamer aus musikalischen Gründen für dieses Mal, aber nicht, dass es extern kommt. Also späten Brahms spielen wir langsamer und frühen Brahms spielen wir schnell. Ich finde, das ist wichtig, manchmal weg von diesen so sozialmusikalischen Klischees ein bisschen Abstand zu nehmen.